So, willkommen zum zweiten Part von The Witcher 3 hier auf dem Mania-Kanal. Und wir haben jetzt gerade so ein bisschen... wir sind wahrscheinlich noch im Intro dran. Ich habe jetzt das Witcher-Logo noch nicht gesehen. Deswegen reiten wir hier jetzt einfach mal weiter auf unserem Pferd, welches wir gerade erklärt bekommen haben. Und wir können dementsprechend auch galoppieren. Ja, das kriegen wir auch noch hin. Der Krieg läuft nicht gerade zu unserem Vorteil. Haben wir denn eine Seite? Die nördlichen Königreiche. Radovidsreich meinst du? Temerien und Edirn gibt es nicht mehr. Radovid hat versprochen, die alten Grenzen wiederherzustellen, sobald er den Krieg gewonnen hat. Und das glaubst du? Irgendwas muss man glauben. Das hält einen aufrecht. Oh. Das ist natürlich schade, dass euer Häuschen abgebrannt ist. Ja. Da die immer ein bisschen zwischen rein reden und ich da ungern reinbabbel, gibt es natürlich jetzt mal, soweit wir ein bisschen hier lang reiten, in der Hoffnung, ich schaffe das problemlos, ein paar Informationen zum Let's Play und so weiter. Scheinbar doch nicht. Die gibt es dann gleich, soweit wir mal ein paar Minuten Zeit haben, zu reden. Ja. Hilfe! Hilfe! Schauen wir mal. Ah, er wird gefressen. Von irgendeinem Schweinebär-Vogel. Löwenadler. Dings. Ja, der hat guten Hunger. Ja. Also, soweit er hier ein bisschen babbelt, gibt es natürlich die Infos. Er hat einen kleinen Kratzer am Arm und ja, wir spielen das ganze Spiel hier, was ich am Anfang noch nicht gesagt habe, natürlich in der besten Grafikeinstellung, die geht. Alles auf Ultra. Das Spiel hier läuft nur in 1080p aktuell, weil mein G-Sync-Monitor nicht von Nvidia unterstützt wird für DSR. Ich dachte schon, ich ende. Aber wir haben durchgehend die 60 FPS und mehr, wenn ein Lock drin wäre. Dein Pferd ist sofort gestorben. Aber je nachdem, wie ihr das Video seht, kriegt ihr auch die 60 FPS hier hin. Ihr wollt wohl eine Belohnung haben, nehme ich an. Ja, wenn ich scheiße. Ein paar Kronen können wir immer gebrauchen. Ich bin leider gerade schlecht bei Kasse. Die Nilfgaarder da haben meinen Besitz beschlagnahmt. Und jetzt dies. Armer Dude. Hier. Armer kleiner Zurück Dude. Zur Spur. Wie gesagt, die führt zur Hauptstraße und endet dort. Sie ist verwischt. Sucht ihr jemanden? Ja. Ja, eine Frau, mittelgroß, lange schwarze Haare. Hast du so jemanden gesehen? Nein. Jetzt suchen wir die. Ich dachte, wir sind mal okay. Hier in Weißgarten gibt es eine Herberge, die einzige weit und breit. Da kommen viele Reisende durch. Vielleicht erfahrt ihr etwas. Keine schlechte Idee. Zumal diese Wunde gereinigt werden muss. Ja, da hat er recht. Ein Kratzer. Aber ein Schnaps wäre jetzt recht. Schön kühl. Direkt aus dem Keller. Ja, das wäre jetzt auch geil. Genau. Und plötzlich. Du bist hier das braune Ding. Na komm her. Genau. Los, so. Lauf! Ein neuer Eintrag. Ja, halt um. Ja, okay. Gut, wir spielen übrigens das Ganze hier mit einem Intel Core i7-5930K auf 4,5 GHz und 16 GB DDR4 RAM mit 3000 MHz sowie zwei GeForce GTX 980 von EVGA für alle Technik-Freaks. Du näherst dich dem Dorf, störe dessen Frieden nicht, denk daran, wachen, tolerieren Diebstahl nicht und sehen es auch nicht gerne, wenn du das übermäßig belästigst. Okay. Oft werden von den Einwohnern
Aha, okay. Im Weißgarten müssen wir uns in Acht nehmen. Also 289 ist schon mal hier auch noch drin und damit läuft ja das Spiel einigermaßen gut. Wir haben nun die Butze erreicht. Wo ist denn hier der Taxiparkplatz? Hier. Parkt von alleine ein, das erspart uns einiges an Rangierarbeit. Und nun, ja, gibt's mal eine Runde Bier. Das werde ich jetzt auch für, also Prost, ne? Hm. Alter, pass doch auf. Was? Nimm das runter, sonst gibt's Ärger. Das ist ein Waffenrock. Die temerischen Lilien, die hängen da zurecht. Hat er recht, ne? Du bist nicht mehr in Temerien, Alter, sondern in Nilfgaard. Du kannst mich mal. Schlägerei. Hör ich auf hier. Lass es doch hängen, Alter. Ich habe echt nichts dagegen. Was? Hexer? Servus. Genau. Mit solchen Ungeziefer-Mutanten trinke ich nicht. Tut mir leid wegen dieser Gauner. Macht nichts. Das sind wir gewöhnt. Passiert. Die Leute sind recht nervös hier. Armeen sind durchgezogen. Jetzt treibt sich ein Greif hier rum. Mhm. Ach, das ist ein Greif, schon, dieser Löwen, Adler, Vogel. Ding. Okay. Ihr Jäger habt leicht reden. Der hat Lena vielleicht zugerichtet. Oh, ein Hundi. Die Arme ist halb tot. Aber jammern bringt nichts. Wie kann ich euch helfen? Mit einem Schnäpschen. Mhm. Und du? Darfst was zu trinken sein? Was du ich Optionen mit Geldbeutelchen markiert sind, wird ein Handelsfenster geöffnet. Erstmal ein. Sag mal, trinken. Was du so hinter dem Tresen hast. Oha! Kaufe und verkaufe Gegenstände im Handelsfenster. Doppelklick auf einen Gegenstand, um zu kaufen. Drücke Escape, um Handelsfenster zu schließen. Gut. Ein Hühnerbeinchen. Was? Wir haben 300. Ja, ein Hühnerbeinchen reicht ja. Was haben wir hier noch? Was Gesundes? Eine Pflaume? Oh, hier haben wir einen Apfel. Was haben wir hier? 40 Äpfel. Ja, nehmen wir mal 4 mit. Da, so. Das sollte reichen. Oh, es geht weiter. Eins. Wir suchen eine Frau. Schwarze Haare, veilchenblaue Augen. Schwarz-weiß gekleidet. Kam aus Richtung Weidendorf geritten. Und, es mag seltsam klingen, aber sie riecht nach Flieder und Stachelbeeren. Okay. So eine Frau habe ich weder gesehen noch gerochen. Ich würde mich wohl erinnern. Ja. Es ist schwierig. Alter, was macht das Pferd? Aber hier sind viele Reisende von überall her. Vielleicht lohnt es sich, nach ihr zu fragen. Durch Dialogoption mit ja, X-Sprache wird das Gespräch beendet. 3. Gibt es schon einen Vertrag wegen des Greifs? Nein, noch nicht. Früher hätte der Dorfälteste sofort eine Kollekte organisiert oder den Herrn okay. um Hilfe gebeten, wenn sich hier ein Monster niedergelassen hätte. Aber jetzt geht er nicht mal mehr aufs Klo, ohne die Schwarzen um Erlaubnis zu bitten. Und den Herrn haben sie wohl aufgehängt. Also, nein, kein Vertrag. Schade, wir hätten was tun können. Das Pferd spang übel ab. Okay, machen wir noch 2. Hier ist ja richtig was los. Das ganze ja. Land ist unterwegs. Suchen nach Verwandten oder nach Schutz vor den Armeen. Essen, Trinken und ein warmes Nachtlager brauchen sie alle. Dann ist der Krieg bisher gut für dein Geschäft?
Bisher schon. Ja, so kann man es nennen, ne? Trotzdem lieber. In diesen Zeiten weiß man nie, was einen am nächsten Tag erwartet. Ja gut, dann werden wir das Gespräch hier mal beenden. Und ja, ziehen wir uns gleich ein Äpfelchen rein und ein Hühnerbeinchen. Und ja, dann werden wir hier mal den Laden wieder verlassen. Wahrscheinlich, ja. Die alte putzt noch hier. Hübsch, die Gläschen. Soll ich dir beim Verbinden helfen? Bitte. So hier, verlassen wir dich. Wir setzen uns erstmal hin. Dann frage ich nach Yennefer. Vielleicht hat er noch seinen Schnäpschen nicht gehabt. Besser keine Aufmerksamkeit erregen. Ja, ja. Geh mal. So. Die Schwarzen vermessen die Felder. Lass sie doch. Solange sie nicht die Ernte verbrennen. Ich suche jemanden. Und wir suchen Ruhe und Frieden. Ja. Geh mir aus den Augen, Mutant, bevor dein Atem mein Bier sauer werden lässt. Ich will nur reden. Ich will nur reden. Bist du Taubstreuner? Hier redet niemand mit dir. Wenn ja, du Gesellschaft bist ein Hurensohn. Suchst, dann steck deine räudige Schnauze in den Trog mit den Schweinen. Dem Scheißkerl hast du es aber gezeigt, Mieszko. Mieszko. Machen wir zwei. Eine schwarzhaarige Frau in schwarz-weißer Kleidung. Oha. Habt ihr die gesehen? Redet. Sie ist Magic? Vor ein paar Tagen durchs Dorf galoppiert. So schnell, dass sie Radobor in den Graben geritten hat. Wo ist sie hin? Weiß nicht. Viele Spuren führen weg von der Hauptstraße. Sie kann überall hingeritten sein. Verdammt, Leute! Der Mutant kapert Mieszkos Verstand! Mhm, und deine Zunge nehme ich auch gleich, wenn du nicht still bist. Ha, Beach. Hinsetzen, weiterfressen. Schnauze halten. So gefällt mir das. Genau, dann gehen wir mal der Spur entlang. Nochmal, es gibt vier Farben. Ach, wir müssen hier noch so einen Bauer bereden. Was für eine Zeitverschwendung. Die Erde umkreist die Sonne, bevor du diese Regeln verstehst. Okay. Hast du kurz Zeit? Warum nicht? Aldert Geert, Assistenzprofessor für zeitgenössische Geschichte an der Akademie Ochsenfurt. Geralt von Riva, ausgebildeter Hexer. Ich suche nach einer Frau. Lange Haare, schwarz-weiße Kleidung. Hast du so jemanden gesehen? Natürlich nicht. Im Gegensatz zum Pöbel weiß ich, dass die Reiterin des Krieges ein Hirngespinst ist. Aha. Machen wir mal eins. Reiterin des Krieges? Worum geht es da? Um ein Omen, sagen die Leute. Eine schöne Phantomfrau reitet nachts durch die Felder. Sie entspricht deiner Beschreibung. Armeen folgen ihr und ihren Weg zu kreuzen bedeutet Unglück. Den letzten Teil kann ich bestätigen. Weißt du, wo sie gesehen wurde? Nein, ich interessiere mich für Tatsachen, nicht für Märchen. Okay, dann zwei noch. Hier würde ich keinen Gelehrten erwarten. Du fliehst wohl vor dem Krieg. Ganz im Gegenteil. Ich bin hinter ihm her. Ich will zur Front. Lebensmüde? So ein bisschen, ne? Essen. Das ist mir wichtiger als das Leben selbst. Diesen Durst kann kein verstaubter alter Foliant stillen. Ich will die Invasion Nilfgaards mit eigenen Augen sehen, sie verstehen und in meiner Chronik aufzeichnen, meinem Hauptwerk. Alles klar. Machen wir mal zwei, das wäre sinnvoll. Wir brauchen jemanden, der den Krieg beschreibt, wie er wirklich ist. Keine bunten Banner und bewegende Ansprachen von Generälen, sondern Vergewaltigung, Grausamkeit und sinnlose Gewalt. Ah, wie ich sehe, fehlt dir der Schliff der Akademie. Ja, so ein bisschen, ne? Vergewaltigungen und Grausamkeit sind Details, die im Kriegsverlauf nicht zählen. Zierat auf dem Mantel des Konflikts, sozusagen. Hm. Sag das den Leuten, deren Häuser niedergebrannt wurden. Ja. Gut, dann nicht so weiter labern. Das kostet hier wertvolle Zeit. Du bist doch ein Mann von Welt. Spielst du vielleicht Gwind? Nein, hab auch keine Zeit, es zu lernen. Aber die Regeln sind ganz einfach. Komm, wollen wir spielen? Ja, eine Runde geht, komm. Hm, warum nicht? Wunderbar. Also, es funktioniert so.
Gwent ist ein altes Kartenspiel der Zwerge, das den Zusammenstoß zweier Armeen darstellt. Die Spieler sind Generäle, die Karten sind ihre Streitkräfte. Okay, du beginnst. Okay, zuerst ziehst du 10 Karten, das in diesem... Du ziehst danach keine Karte mehr, setze 10, also Glück ein. Okay. Ich habe jetzt irgendwas hier ausgewählt, ich habe keine Ahnung. Du siehst hier das Schlachtfeld, dies ist deine Seite, okay. Aha. Bei jeder Runde können die Spieler eine Karte auf dem Schlachtfeld platzieren oder passen. Jede Karte. Okay. Drücke Eingabe, um Karte aus der einen Hand auszuwählen. Drücke einmal. Okay, du bist am Zug. Die Zahlen längst sind wir. Oh Gott, ich glaube, ich werde jämmerlich nicht verlieren. Okay. Ja, okay. Du bist am Zug. Nehmen wir mal das. Achso, nee, das hat ja er wahrscheinlich schon. Den kann ich hier hin. Gegner ist am Zug. Du bist am Zug. Den kann ich dann nur hier hin. Ein Gegner ist am Zug. Alles klar. Dann haben wir hier irgendwas mit dem Bogenschützen. Ja, das geht dann hier hin. Du bist am Zug. Okay. Was haben wir hier oben? Das geht dahin. Ich bin am Zug. Alles klar. Bis jetzt bin ich noch in Führung mit den großen Dingen. Das ist super so. Ich bin am Zug. Kommen wir hier aus. Extremer Nebel. Ich bin am Zug. Okay. Also die sind jetzt dementsprechend sehr geschwächt, aber seine auch. Machen wir hier mal ein. Okay. Mein Gegner ist am Zug. Du bist am Zug. Okay. Dein Gegner passt. Oh. Ich bin am Zug. Alles klar. Dann setzen wir mal das dazu. Passt. Und dann... nehmen wir den. Oder ne, da kann ich auch nichts machen. Alles klar. Zoomen. Okay. Die Rundenverlierer verliert auch einen Lebensstein. Das Spiel ist vorbei, wenn dein Spieler beide Lebenssteine verloren hat. Okay.
Das bedeutet, ich habe jetzt irgendwie einen doch gewonnen. Runde beginnt. Alles klar. Wäre ich gerne. Du bist am Zug. Alles klar. Runde gepasst. Dein Gegner ist am Zug. Bei Wort. Was? Klar. Mein Gegner hat die Runde gesehen. Jetzt habe ich aber nichts gemacht aktuell. Ja, das war jetzt unverständlich. Ich habe jetzt auf einmal verloren, aber ich habe keine Ahnung wieso. Ihr könnt ja unten in den Kommentaren hinterlassen, warum ich gerade verloren habe. Wenn du mal in Oxenfurt bist und gegen einen echten Meister spielen willst, frag nach Stjepan. Er ist ein schlichter Tavernenwirt, aber Gewinn spielt er wie kein Zweiter. Ich denke dran. Danke. Alles klar. Ja, vielleicht war es ja auch Absicht, dass wir verlieren, dass er sowas sagen kann. Ich habe keine Ahnung. Gut, dann werden wir hier jetzt noch den kurz befragen. Ich suche eine Frau. Wie jeder. Nicht wie jeder und nicht irgendeine Frau. Meine riecht nach Flieder und Stachelbeeren und ist schwarz-weiß gekleidet. Ja. Zwei Schnäpse. Der wird deine Stimmung heben. Kommen wir zur Sache. Es wird meine Stimmung heben, sie zu finden. Du siehst mitgenommen aus. Nur ein paar Tropfen werden deine Laune heben. Er ist bestimmt, ein kleiner Schnaps hat noch keinem geschadet. Pfarrer oder sowas. Hast du sie gesehen oder nicht? Ja, garantiert nicht. Zwei Schnäpse in einem Bierkrug, Alter. Okay. Ihren Namen habe ich nicht gesagt. Aber du hast sie perfekt beschrieben. Und was ich mal gehört habe, vergesse ich nie mehr. Kann nichts dafür. Okay. Mal gucken, wo er sie herkennt. Woher kennst du Yennefer? Welch eine Frage. Aus Meister Rittersporns Balladen natürlich. Andere Möglichkeiten hat ein bescheidener Kaufmann nicht. Mit wahrer Größe er ist Berührung Kaufmann, okay. Sofern er nicht so viel Glück hat wie ich, heißt das. Und auf einen äußerst geduldigen Hexer stößt? Auf Geralt von Riva selbst. Den Schlechter von Blaviken. Okay. Wollen wir mal nach, wo er mich kennt. Kennst du mich auch aus Meister Rittersporns Balladen? Auf deine Gesundheit. Er weiß nicht, wo ich herkomme. Na gut. Drücken wir mal noch zwei. Was ist dein Beruf? Wer bist du? Ein schäbiger Vagabund. Gaunter Odim. Zu deinen Diensten. Ja, okay. Vagabund. Seit wann ist das ein Beruf? Einst war ich Spiegelhändler. Die rasende Menge nannte mich Spiegelmeister und Mann des Glases. Okay. Hast du Yennefer gesehen? Verzeih mir, aber ich muss fragen. Geht es um die Liebe? Geht den Scheißträgern. Ja, ich als Vagabund verdiene keine Erklärung. Was weißt du? Sag's mir. Bevor du kamst, wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass das Yennefer war. Wer hätte ahnen können? Komm zum Punkt. Ein nilfgaardischer Späher der örtlichen Garnison hat sie gesehen. Wo? Bei ihrem Lager. Sie ist da reingeritten, mitten in der Nacht, schwarz-weiß, Stachelbeeren und, sie hatte einen harschen Austausch mit dem Garnisonskommandanten und ist davon geprescht. Wohin? Na sowas. Ich bin nicht allwissend. Frag in der Garnison. Aha. Danke. Kein Ding. Wir Männer der Straße müssen zusammenhalten. Vielleicht bin ich eines Tages in Schwierigkeiten und du bist in der Nähe und kannst helfen. Ja, garantiert wird es sein. Gut, wir haben 5-mal Brot und 2-mal Wasser übrigens. Das ist schön. Gehen wir mal raus, wobei der Alte sitzt, der da noch irgendwo. Wir können da nur noch eine Runde zocken. Nee, der ist nicht mehr da. Alles klar. Ausgetrunken! Oh, jetzt wollen die ja noch eine aufs Maul. Wir wollen deinesgleichen hier nicht. Mach mal erstmal eins. Ihr holt besser noch ein bisschen Verstärkung.
Drei von euch haben keine Chance gegen mich. Was? Ich könnte dich allein zerlegen. Wenn ich einen Sack über dem Kopf und die Hände in Fesseln hätte. Nein, eigentlich nicht mal dann. Chet, Lash, zurück! Dem Rumtreiber erteile ich eine Lehre. Mann gegen Mutant. Okay. Achso, der hat schon mit einem Schlag in die Fresse keinen Bock mehr. Bam. Hoppla. Peng. Komm her, Alter. So. Piep, piep, piep. Auspacken. Dein Spielstand wird automatisch gespeichert. Das ist geil. Ja, ich suche Ärger. Aus dem Weg. Trinkst du ein Gläschen mit mir? Ich heiße jetzt Dervan. Hey. D-E-R-V-A-N. Nicht Goidemar. Okay. Der benennt sich einfach mal um. Das ist auch cool. Was ist das da? Auch ein Dance-Gun-Spiel im Wasser. Yeah. Machen wir hier ein bisschen rein. Hallo. Ja, ich kaue die. Warte mal drauf rum. So, gehen wir hier durch dieses nette Tor durch. Nein, hätten wir nicht sollen. Dann nehmen wir hier einfach mal die Abkürzung nach unten. So, ach, hier haben wir eine nette kleine Xperchen. Das muss ein Ort der Macht sein. Da oben, das pocht so ein bisschen. Wahrscheinlich, wenn ich dem näher komme, oder? Die Zahl links vom Gesundheitsbalken deines Gegners steht für dessen Stufe. Wenn die Zahl rot ist, ist der Totenkopf angezeigt. Wird dann im Gegner viel stärker als du. In solchen Fällen solltest du umkehren, dich angemessen ausrüsten und ein paar Stufen aufsteigen, ehe du diesen Gegner antrittst. Okay. Ja, das sollten wir vielleicht mal respektieren, aber er möchte. Bleibt er in seinem Radius? Ja, der bleibt nicht in seinem Radius. Okay, stressen wir mal nämlich jetzt noch keinen so anfangen, weil ja, unausgerüstet in den Kampf gehen ist immer eine schlechte Sache. So, hier kommen wir nach Galgen City, wo ein paar hier ein bisschen abhängen. Und, ja, gehen wir hier erstmal das Auto waschen. Ja. Bisschen Unterbodenwäsche tut ja jedem gut. Servus. Und ja, bevor wir dann dementsprechend hier die Stadt oder Dorf oder so näher infiltrieren, werden wir dann dementsprechend den nächsten Part machen. Wir schlachten hier erstmal kurz noch die Wölfe ab. Das will ich jetzt nämlich mal ausprobieren, ob ich hier Wölfe schlachten kann. Das würde mich nämlich jetzt sehr interessieren. Wenn dein Kampf zu schwierig ist, kannst du flüchten, indem du deine Haut halte gedrückt, um während des Kampfes zu sprinten. Nein, natürlich wollen wir jetzt hier das Viech da abschlachten. Sau. Sau. Genau. Er ist etwas, um Vitalität zu regenerieren, und drücke Rücktaste, um das Spielmenü zu öffnen. Wir erstmal looten und leveln hier und dann. So. Weltkarte Inventar. Jetzt kannst du die griffbereiten Lebensmittel in deinem Spielverlauf zu dir nehmen. Drück R, um Objekte auf deinem. Okay. Hier siehst du deine aktuelle ausgerüstete Gegenstände. Okay, hier sind die aktuellen. Okay, mit Hilfe deinem Filter kannst du Gegenstände in deinem bestimmten Arbeiten. Okay. Hier findest du Informationen zu deinem
wichtigsten Chartkapitän. Okay. Und ein Gegenstand ausrüsten. Okay. 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 Ziehen wir uns mal ein Brot rein. Oh. Ich glaube, das war jetzt zu viel des Guten, aber das sehen wir mal. Genau. So, das war es jetzt soweit mit diesem Part. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Und dann werden wir hier das Dörfchen infiltrieren oder wo wir jetzt auch immer gleich hinkommen werden. Bis dahin, klickt schön weiter und Däumchen nach oben natürlich. Und Abo hinterlassen, dann bekommt ihr auch den nächsten Part wieder mit. Bis dahin, haut rein.